Einen schönen guten Morgen. Ich beginne pünktlich mit dem Glockenschlag hier in Erlangen. Mein Name ist Christina Holm. Ich darf Sie ganz herzlich zum 11. Teil unserer ScienceWatch Live Webinarreihe begrüßen. An der Vorbereitung des heutigen Webinars waren noch meine Kolleginnen Anna Kirchner und Marina Seelau beteiligt. Und wie Sie wissen, sind wir alle wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im Projekt DigiDem Bayern an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ja, auf den Bildern sehen Sie wieder meine Kollegin Anna Kirchner und mich. Anna Kirchner wird heute den Chatroom betreuen, über den Sie jederzeit Fragen stellen können. Und sie hat sich auch für das heutige Webinar genauer mit einigen Aspekten des heutigen Themas Resilienz beschäftigt. Und daher bitte nicht erschrecken, sie wird während des Webinars auch immer mal wieder Input geben. Und auf der linken Seite sehen Sie mich, Christina Holm. Ja, wir werfen jetzt gleich mal einen Blick auf unsere heutigen Teilnehmerzahlen. Und zwar sind gerade 37 Leute hier mit dabei. Herzlich willkommen nochmal. Ja, welche Funktionen gibt es bei GoToWebinar? Schauen wir uns das mal nochmal ganz kurz an. Bei Ihnen am Bildschirm müssten Sie das Bedienpanel sehen. Das sieht folgendermaßen aus. Und rot markiert haben wir Ihnen die wichtigste Funktion hier, nämlich die Fragefunktion. Und hier können Sie Fragen an Anna Kirchner stellen, die sie Ihnen dann beantworten wird, beziehungsweise ich dann am Ende und im Anschluss an den inhaltlichen Teil. Ja, wir werden jetzt ungefähr 20 Minuten Inhalte vorstellen. Wie Sie wissen, sind Sie stumm geschaltet. Fragen, Wortbeiträge jederzeit gern einfach in den Chat hineinschreiben. Die Anna wird es dann sammeln und wir werden im Anschluss an den inhaltlichen Teil dann Ihre Fragen beantworten. Ich schneide den Teil hier, also das Webinar auch mit. Und im Anschluss werden Sie dann auf unserer Webseite die PowerPoint-Folien und auch den Mitschnitt nochmal auffinden können, um sich das Webinar nochmal anzusehen. Unter dem Reiter Unterlagen, den Sie hier auch auf dem Bedienpanel sehen, können Sie sich auch den Foliensatz jetzt direkt herunterladen. Und noch ein ganz kurzer technischer Hinweis. Uns erreichen immer wieder Nachfragen nach dem Zertifikat. Dieses senden wir Ihnen immer automatisch am Tag nach dem Webinar, also morgen, zu. Und bei manch einem kann es sein, gerade wenn Sie sich das Zertifikat an Ihre Arbeits-E-Mail-Adresse senden lassen, dass es im Spam oder im Junk-Ordner landet. Falls Sie also nichts bekommen, dann schauen Sie einfach mal dort nach, ob Sie da eine Mail mit dem Zertifikat finden. Ja. So, das war's auch schon zum Technikteil. Schauen wir uns mal an, was letzte Woche war bei ScienceWatch Live. Da haben wir uns mit dem Thema Sexualität und Demenz beschäftigt. Unter anderem hat Anna Kirchner hier den Einfluss der Demenz auf die Sexualität, aber auch Veränderungen der Partnerschaft bei Demenz vorgestellt, aber auch Empfehlungen für Angehörige und Pflegekräfte. Also auch einen praktischen Teil haben wir hier mit behandelt. Im heutigen Webinar geht es jetzt aber um was ganz anderes, nämlich um innere Stärke, die Grundlagen des Resilienzkonzepts. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Was ist Resilienz? Da möchte ich gleich mal Sie fragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Haben Sie schon mal was von dem Begriff Resilienz gehört? Ich habe hier eine kurze Umfrage für Sie vorbereitet, die würde ich jetzt mal starten. Antworten Sie mir einfach kurz mit Ja oder Nein. Ich lasse die Umfrage noch kurz offen. Ich sehe schon, also fast alle haben gewählt, fast 80% haben hier eine Stimme abgegeben. Ich gebe Ihnen mal kurz, ja, warten wir noch kurz. Ich kann schon mal verraten, die meisten kennen das Wort Resilienz, den Begriff Resilienz. Also wir haben hier 89% haben mit Ja geantwortet und 11% mit Nein. Sprich, wir haben hier jetzt schon mal eine gute, ja, ein gutes Vorwissen auf jeden Fall.
Ich würde jetzt einfach trotzdem mal ganz kurz anreißen, was Resilienz bedeutet, woher der Begriff kommt. Und zwar stammt der Begriff aus dem Lateinischen, nämlich von resiliere, abprallen, zurückspringen. Und der Begriff wird auch oft in der Physik und Materialkunde verwendet. Nämlich, das ist die Eigenschaft eines Materials, seine Form nach äußerer Einwirkung wieder zurückzugewinnen. In vielen weiteren Disziplinen wird dieser Begriff Resilienz auch verwendet. Zum Beispiel in der Psychologie, in der Soziologie, Pädagogik, Ökologie, Ökonomie. Dementsprechend gibt es wirklich auch eine Vielzahl an Definitionen, die hier quasi herumschwirren. Und im Allgemeinen lässt sich aber das Folgende festhalten, nämlich dass Resilienz, also vor allem wenn man quasi Resilienz durch die durch das ja betrachtet aus dem Blickwinkel der Psychologie, dann bezeichnet es eben die Aufrechterhaltung oder rasche Wiederherstellung der psychischen Gesundheit während oder nach stressvollen Lebensumständen. Und was ist jetzt die Kernfrage, die man sich in der Resilienzforschung stellt? Nämlich, wie kommt es eigentlich dazu, dass Menschen nach diesen stressvollen oder traumatischen Lebensphasen, Lebensereignissen wieder in ihre normale psychische Verfassung zurückfinden und keinen bleibenden Schaden davontragen? Und hier ist uns natürlich direkt aufgefallen, Mensch, das Thema Resilienz hat jetzt vor allem auch während der Corona-Pandemie eine besonders hohe Aufmerksamkeit und Bedeutung erlangt. Nämlich die Pandemie und die damit einhergehenden Sorgen und Ängste haben ja für uns alle oder stellen auch immer noch für viele Menschen eine psychische Belastung dar. Und einige Gruppen waren eben auch besonders getroffen durch die Ausgangsbeschränkungen. Ich möchte hier nur mal an die Gruppe der pflegenden Angehörigen quasi erinnern, die ja stark auch unter Belastung stand und steht, weil Unterstützungsangebote, die sie eben für den Menschen, den sie versorgen, ja, einfach nicht mehr zur Verfügung standen. Also ich denke da an Tagespflegeeinrichtungen zum Beispiel, aber auch Menschen mit Demenz, die zum Beispiel in stationären Einrichtungen leben, hatten stark damit zu kämpfen, dass sie zum Beispiel keinen Besuch mehr empfangen durften oder dass Pflegekräfte eben jetzt auch Masken getragen haben und die Menschen mit Demenz, die vielleicht nicht mehr erkannten und dann auch Ängste entwickelt haben. Die Aktualität und auch das öffentliche Interesse zum Thema Resilienz ist also wirklich hoch und das möchte ich mal anhand eines aktuellen Beispiels auch noch mal verdeutlichen. Wir haben jetzt hier das aktuelle Cover vom Fokus Nummer 28, der am 4. Juli erschienen ist, mitgebracht. Es war wirklich ein schöner Zufall, weil wir haben ja die Themen schon vorher geplant und zack ist auch ein Fokus dazu erschienen. Und ja, hier geht es in den Beiträgen um Corona-Resilienz, also wie Personen die Corona-Pandemie bewältigen und psychisch auch gestärkt aus ihr hervorgehen können. Und was wir eben hier auch besonders spannend fanden, war, dass die Ausgabe nicht nur das Thema Resilienz behandelt, sondern auch die Alzheimer-Erkrankung und deren Prävention, was Sie jetzt hier im Cover rechts oben sehen, was ja eben auch unser Thema hier im DigiDem Bayern-Projekt ist. Und ja, der Fokus hat ein paar spannende Zahlen auch ins Spiel gebracht in dem Artikel und die möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Das sind hier allgemeine Informationen und Anna, da hast du ja mal ein paar Zahlen dir genauer angeschaut. Möchtest du uns die mal mitteilen? Ja, sehr gerne, Christina. Also, du hast ja schon erwähnt, dass sich der Fokus im Artikel Das starke Ich auch mit dem Umgang mit der Corona-Pandemie eben beschäftigt hat. Und die Datengrundlage, die bildet der Covid-19-Snapshot-Monitoring von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und das Projekt wird unter Leitung der Universität Erfurt durchgeführt. Und da werden alle 2 Wochen ungefähr so 1000 Probanden interviewt. Und ich möchte euch oder Ihnen jetzt mal ein paar Informationen nennen, die ich besonders interessant fand. Und zwar berichtet der Fokus, dass die Zahl der Personen, die eben sich vor der Zukunft gefürchtet haben, sich verdoppelt hat und trotzdem aber die Mehrheit zuversichtlich geblieben ist. Und was jetzt wahrscheinlich nicht so verwunderlich ist, dass vor allem Familien, die eben kleinere Kinder haben, also Kinder unter 14 Jahren, eine höhere Belastung in der Familie empfunden haben oder empfinden. Und dementsprechend berichten natürlich auch Familien mit Kindern über mehr Alltagsstress als Paare, die eben keine Kinder haben.
Was auch noch spannend ist, dass vor allem die Bereitschaft, anderen zu helfen, zu diesem Zeitpunkt groß ist. Und als letztes und wie ich finde auch sehr interessanten Punkt, die Bürger machen sich vor allem über die negativen Folgen für die Wirtschaft Sorgen, als um ihre persönlichen Einbußen. Also sie machen sich mehr Sorgen um die Wirtschaft als um das Persönliche. Genau. Und das war es eigentlich zu den Zahlen. Vielen Dank, Anna, also für diesen allgemeinen Einblick mal. Wirklich spannend auch, dass dass die Bereitschaft zu helfen einfach gestiegen ist oder eben sehr groß ist, wie du gesagt hast. Das haben wir ja auch quasi oder merkt man ja auch in der Unterstützung einfach für Menschen allgemein, aber auch für ältere Menschen haben sich ja ganz viele Initiativen auch entwickelt, die hier quasi ihren Beitrag leisten. Aber schauen wir uns mal die Kernfrage nochmal an, die ich ja schon erwähnt habe, die in Bezug eben auf Resilienz immer gestellt wird. Schauen wir mal, wie wir uns diese Frage leicht beantworten können. Ich habe ja schon gesagt, der Begriff Resilienz stammt eigentlich aus der Physik Materialkunde und beschreibt die Eigenschaft von dem Material, seine Form nach äußerer Einwirkung wieder zurückzugewinnen. Und hier fällt einem natürlich der Schwamm ein als Beispiel. Und auch wir verwenden das Beispiel jetzt in diesem Kontext gerne. Starten wir mal mit der Vorstellung im Hinterkopf, beim linken Bild, dass der Schwamm und die Hand jetzt hier also sie selbst und ihr Leben darstellt. Was können wir jetzt hier links bei dem Bild sagen? Sieht unversehrt aus, also soweit alles in Ordnung. Leben, ist quasi intakt, es geht Ihnen gut. Gehen wir weiter zum mittleren Bild. Hier sehen Sie jetzt meine Hand, wie sie den Schwamm zusammendrückt. Und das steht jetzt sozusagen symbolisch für der Druck oder für die einschneidenden Erlebnisse, die einem ja manchmal im Leben einfach so passieren. Normalerweise kehrt der Schwamm danach wieder in seine ursprüngliche Form zurück, wenn der Druck der Hand oder in dem Fall eben des Lebens wieder nachlässt und sich alles wieder normalisiert. Und das sehen wir im Bild rechts oben. Und da sieht der Schwamm wieder ganz normal aus und er ist sozusagen wieder in seine ursprüngliche Form zurückgekehrt. Und ja, das ist quasi die Fähigkeit, die auch Menschen mit einer hohen Resilienz haben, nämlich nach kritischen Lebensereignissen wieder die unbeschadet zu überstehen und wieder zu ihrer normalen Verfassung zurückzukehren. Im Bild rechts unten hingegen sehen wir einen anderen Schwamm, beziehungsweise symbolisch jetzt für einen Menschen, und der hat den Druck meiner Hand, also den zeitweiligen Druck des Lebens nicht so gut ausgehalten. Und man sieht schon, dass er jetzt etwas eingedellt ist und nicht mehr ganz zu seiner ursprünglichen Form zurückgekehrt ist. Das wäre jetzt symbolisch sozusagen ein Zeichen für eine weniger resiliente Person. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie ist man denn auf das alles gekommen? Wie hat man denn überhaupt diese Fähigkeit von Menschen bemerkt? Anna, kannst du uns vielleicht kurz zu den Ursprüngen hier was sagen? Genau, also wir werfen jetzt mal wieder einen Blick in die Geschichte und auch auf einen Menschen, der definitiv sehr resilient war. Und die Ursprung der Resilienz, die wird häufig Viktor Frankl zugeschrieben. Er hat von 1905 bis 1997 gelebt und war ein österreichischer Neurologe und Psychiater. Außerdem ist er auch Begründer der Existenzanalyse oder auch Logotherapie. Und Existenzanalyse, das bedeutet im heutigen Sinn sowas wie die Analyse der Bedingungen für ein wertfühlendes und auch ein selbstgestaltetes und eigenverantwortliches Leben. Und die Logotherapie, das ist also eine sinnorientierte Psychotherapie, und die beiden werden auch als dritte Wiener Schule der Psychotherapie bezeichnet. Und in den 30er Jahren übernimmt er dann die Leitung der neurologischen Station am Rothschild-Spital in Wien, wo er nur jüdische Patienten, also in den Krankenhaus werden nur jüdische Patienten betreut. Und dort sabotierte er dann die von Nazis angeordnete Euthanasie von Geisteskranken. Und das Ganze machte er durch falsche Diagnosen in seinen ärztlichen Gutachten. Und dann kommt auch schon der Einschnitt. Also 1942 wird Viktor Frankl verhaftet und wird in verschiedene Lager gebracht. Unter anderem auch nach Auschwitz. Und in Auschwitz sterben auch seine Mutter und sein Bruder. Und unter diesen extremen Bedingungen hat er dann verschiedene Thesen entwickelt und auch erprobt, eben über das Schicksal und die Freiheit des Menschen. Und da geht auch sein Buch hervor, ein Psychologe erprobt das Konzentrationslager. Und Viktor Frankl hat das alles überlebt und geht davon aus, dass im Menschen ein Bedürfnis nach Sinn angelegt ist. Und er selbst soll eben
der Herr ist deines Schicksals sein. Und diese zentralen Annahmen, die werden auch in dem Zitat deutlich, das Sie jetzt hier dann eingebildet sehen. Und dieses Zitat, das stammt aus seinem Buch Ärztliche Seelsorge, und Frankl hat die Worte kurz nach seiner Befreiung aus dem KZ eben geschrieben. Und ein Buch, mit welchem ich mich auch zur Vorbereitung für das heutige Webinar beschäftigt habe, das möchte ich Ihnen rechts einmal eingeblendet zeigen. Und hier sehen Sie eben auch Herrn Frankl abgebildet. Und der Titel lautet: Wer ein Warum zu leben hat, Lebenssinn und Resilienz. Der Titel ist angelehnt an ein Nietzsche-Zitat: Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und im Kontext der Resilienz wird eben oft Bezug auf Frankl genommen. Und manche Autoren beschreiben ihn eben sogar als den Pionier der Resilienzforschung, obwohl zu Beginn noch keiner von dem Begriff Resilienz gesprochen hat. Und auch in seiner Arbeit findet man den Begriff noch nicht. Der Begriff wurde erst später geprägt und trat erst später auf, aber noch zu Lebzeiten von Frankl. Und mit dem kurzen Einblick in die Geschichte übergebe ich dann auch schon wieder an dich, Christina. Ja, super. Vielen Dank, Anna, für diesen Blick in die Geschichte. Das machen wir immer besonders gern, um einfach die Ursprünge und Hintergründe auch nochmal aufzuzeigen. Ich möchte jetzt nochmal quasi ein bisschen einen aktuelleren Ursprung sozusagen aufzeigen. Und zwar hat die wissenschaftliche Untersuchung von Resilienz eigentlich mit Kindern und Jugendlichen begonnen. Warum? Weil man sie natürlich länger beobachten konnte. Ne? Kinder und Jugendliche sind noch jung. Die kann man dann quasi in Studien einfach beobachten, die quasi in die Zukunft gerichtet über einen längeren Zeitraum ausgelegt sind. Und ja, die meisten Studien hier haben eben auch Gruppen untersucht, die speziellen Risiken ausgesetzt waren. Und da haben wir jetzt eben hier die Kawaii-Studie von der Emmy Werner, die sie 1977 mit ihren Kolleginnen und Kollegen publiziert hat. Und diese Studie war eben auch über einen längeren Zeitraum angelegt. Hier wurde quasi ein kompletter Geburtenjahrgang, also fast 700 Leute über 4 Jahrzehnte hinweg untersucht, kontinuierlich. Und zwar zu Gesundheits- und Funktionsmaßen, zu Stressoren, also stressauslösenden Faktoren. Und auch zu Risiko- und Schutzmechanismen. Und hier war eben ein Drittel der Kinder schon im Vorfeld sozusagen als risikobelastet angesehen, weil sie zum Beispiel rund um die Geburt Komplikationen hatten, aber auch soziale Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Scheidung der Eltern oder Mütter mit niedrigem Bildungsgrad, waren hier eben so Faktoren, die als Risiko oder Stressor eben dann angesehen wurden. Wiederum ein Drittel von diesen Risikokindern hat sich aber trotz der angenommenen Risiken zu ganz normalen jungen Erwachsenen entwickelt. Und sie hatten quasi dann später nicht dieselben Probleme wie ihre Eltern. Und da daran hat man eben gemerkt, Mensch, Resilienz hängt von vielen Faktoren ab. Und ja, auf diese möchte ich jetzt später dann auch noch eingehen. Zunächst aber noch mal ein paar zusammenfassende Worte, weil Sie merken schon, dieser Resilienzbegriff, der hat sich eben weiterentwickelt. Ja, zu Beginn hat man Resilienz als natürliche Veranlagung angesehen, also als stabile Persönlichkeitseigenschaft. Und was jetzt hier rechts unter aktuell quasi ich Ihnen aufzeigen möchte, ist eben das, was man auch in der Kawaii-Studie herausgefunden hat, nämlich dass die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen nicht zwangsläufig vorbestimmt war durch ihre Gene, also durch ihre Eltern. Das heißt also, wie psychisch widerstandsfähig wir sind, ist dynamisch und veränderlich über unser ganzes Leben hinweg. Resilienz ist also quasi das Ergebnis eines dynamischen und lebenslangen Anpassungsprozesses, der auch im Wechselspiel zwischen der Person, also zwischen mir und meiner Umwelt erfolgt und der auch über verschiedene Lebensbereiche und Lebensphasen hinweg einfach variieren kann. Gehen wir auf die Resilienzfaktoren ein. Beispiele hierfür, Sie sehen es jetzt schon, ich habe einfach mal ein paar wenige sozusagen hier Ihnen aufgezeigt. In der Mitte sehen Sie jetzt interne Faktoren und im äußeren Rahmen quasi die Faktoren, die von außen sozusagen einwirken. Die inneren kommen von der Person selbst. Und man kann natürlich
Resilienzfaktoren sozusagen in verschiedenste mannigfaltige Faktoren unterteilen. Wir haben jetzt hier einfach mal das Beispiel der Kollegen Kunstler und weiteren sozusagen aufgegriffen. Bei Interesse, diese Quelle ist auch frei verfügbar, da kann man auch gerne sich nochmal weiter informieren. Ja, Resilienz ist ja auch ein Ansatz in der Gesundheitsförderung und es ist quasi hier so, dass die heutige Forschung sozusagen das Ergebnis von einem grundsätzlichen Perspektivenwechsel ist. Nämlich man schaut hier weg von dieser krankheitsorientierten, eher auf die Untersuchung von Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Erkrankungen ausgerichteten Sichtweise weg zu einer ressourcenorientierten Sichtweise hin. Die Resilienzforschung ist also quasi ein übergeordneter Ansatz in der Gesundheitsförderung und sie grenzt sich eben von dieser traditionellen und sehr auf Krankheiten spezialisierten Forschung ab und ergänzt diese eben, indem sie zeitlich schon vor der Entstehung von Krankheiten sozusagen ansetzt. Ja, und das Augenmerk liegt hier eben auf einer Gesundheitsforschung und Förderung, die unabhängig von der Diagnose ist. Und ja, jetzt habe ich auch schon ein bisschen so hingedeutet auf den Begriff Salutogenese. Anna, kannst du uns vielleicht da in dem Kontext noch mal kurz was dazu erzählen? Ja, sehr gerne. Also bei Salutogenese, das ist ein wissenschaftliches Modell, das eben die Entstehung und auch den Erhalt von Gesundheit untersucht. Und die Salutogenese fragt dann nicht, warum eben Menschen krank werden, sondern warum sie eben trotz vieler verschiedener Risikofaktoren eben trotzdem fit und ausgeglichen sind. Und bei diesem Modell sind Gesundheit und Krankheit eben zwei Pole von einem Gleichgewicht. Und das wird dann auch Gesundheits- und Krankheitskontinuum bezeichnet. Und wir Menschen, wir befinden uns so dazwischen und dann immer mal mehr auf der einen und mal mehr auf der anderen Seite. Und dieses Konzept der Salutogenese, das wurde durch den Medizinsoziologen Aaron Antonovsky entwickelt. Und er hat seine Theorie an Frauen, die eben den Holocaust im KZ überlebt haben und gegen ihre Erwartungen dennoch seelisch und körperlich gesund geblieben sind, eben formuliert und seine Erkenntnisse auch später noch überprüft. Und Kennzeichen für die salutogenetische Forschung ist eben so, ist eine positive und auch eine lösungsorientierte Fragestellung. Also beispielsweise, woher kommt Gesundheit eigentlich und wie kann ich eben meine Gesundheit stärken? Ja, Anna, herzlichen Dank auch hier nochmal für deinen Input. Du beleuchtest ja quasi heute immer die Personen, die so ein bisschen auch hinter den Konzepten stehen. Danke nochmal dafür. Ja, wenn Sie sich jetzt fragen, Mensch, wie messe ich das alles eigentlich? Da sind Sie nicht allein, das haben wir uns auch gefragt. Und hier nur ganz kurz der Hinweis, die Wissenschaft ist sich zumindest über zwei grundlegende Elemente einig. Und zwar Resilienz erfordert eben das Vorliegen von einem bedeutsamen Stressoren und Resilienz besteht eben in dieser erfolgreichen Bewältigung dieses Stressors. Und ja, die Stressoren können eben mit einer Vielzahl von Instrumenten eben auch erhoben werden. Und hier geht es dann unter anderem um die Erfassung von traumatischen Lebensereignissen oder auch um die Erfassung von alltäglichen Schwierigkeiten, die jetzt eben Stress auslösen können. Ja, wichtig ist eben hier auch immer zu berücksichtigen, wie viel Stress ist die jeweilige Person ausgesetzt und genau auch die Veränderung der psychischen Gesundheit dann eben im Zeitverlauf. Das ist hier wirklich ganz wichtig, ja auch zu berücksichtigen und eben natürlich auch die Art und das Ausmaß des Stresses in einem bestimmten Zeitraum. Also Sie merken schon, hier muss man wirklich über eine Zeit hinweg forschen. Also im Endeffekt, wie es auch in der Kawai-Studie getan wurde, über das ganze Leben hinweg spielt es hier eine Rolle. Und deswegen ist das Konstrukt eigentlich auch so schwierig zu messen aus dem Blick der Wissenschaft. Ich habe Ihnen jetzt hier noch ein Beispiel für eine laufende Studie, die eben auch über längere Zeit hinweg läuft, mitgebracht, nämlich das Mainzer Resilienzprojekt. Und ja,
Hier ist eben die zentrale also die Studie begann 2016 und die zentrale Annahme ist eben, dass vor allem, hier geht es auch wieder um Jugendliche und Erwachsene, dass eben beim Übergang vom Jugendalter in das Erwachsenenalter diese Belastung durch psychosozialen Stress besonders hoch ist. Und da wurden eben 200 Teilnehmende im Alter zwischen 18 und 20 Jahren eingeschlossen. Und genau, die eben schon mal einer viel größeren negativen Lebensereignissen eben sozusagen ausgesetzt waren und davon berichteten. Was sagt uns das alles jetzt? Ich möchte jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Also Resilienz bezeichnet die Aufrechterhaltung und Rückgewinnung von der psychischen Gesundheit im Angesicht von Stressoren. Sie ist eben das Ergebnis von einem lebenslangen Anpassungsprozess und über die Zeit hinweg auch dynamisch und veränderbar. Und genau aufgrund dieses Charakters, dass es eben ein Prozess ist, sind eben Studien, die über längere Zeit angelegt sind, eben notwendig, um das Konzept zu erforschen. Und dadurch steigt natürlich auch der Aufwand. Ja, und wie gerade auch erwähnt, das individuelle Stresslevel muss eben Berücksichtigung finden. So, und Resilienz im Alter. Wir haben jetzt schon gehört, also Resilienz ist in der ganzen Lebensspanne ein wichtiges Thema. Warum sollte man Resilienz denn im Alter jetzt untersuchen? Und zwar gibt es ja im Alter viele negative Veränderungen, die einfach mit dem Älterwerden sozusagen einhergehen. Wir haben hier zum Beispiel den Abbau von kognitiven, aber auch von motorischen Funktionen und den Verlust auch von vielen Aspekten, die normalerweise den Selbstwert eben verstärken. Also ich spreche von Erwerbstätigkeit, vom Auszug der Kinder oder auch vom körperlichen Altern. Und damit einhergehend natürlich auch von chronischen Erkrankungen. Und jetzt kommt der Blitz. Trotzdem ist es allgemein so, dass ältere Menschen eben über ein hohes Wohlbefinden und eine hohe Lebenszufriedenheit verfügen und eben nicht depressiver sind als Jüngere. Und woran das liegen kann und was Resilienz dann auch im Zusammenhang mit Demenz bedeutet, damit werden wir uns in unserem nächsten Webinar beschäftigen. Ich sage nur schon mal so viel, das war jetzt hier quasi der Grundlagenteil, auf den dann auch das nächste Webinar aufbauen wird. Und ja, da werden wir dann wirklich nochmal genauer auch eingehen darauf, was jetzt dieses Resilienzkonzept sozusagen bei Demenz auch für eine Rolle spielt. Und ja, mit dieser Folie wäre ich jetzt dann inhaltlich auch schon am Ende. Ich sehe, es sind, glaube ich, auch schon ein paar Fragen eingegangen. Anna, ich beende jetzt die Aufzeichnung und übergebe sozusagen wieder an dich. Vielen Dank, Christina. Genau.